Wir haben kein Ziel gesetzt, das war wirklich dieses Experiment, diesem Experiment ganz offen gegenüberzutreten. Dorfgemeinschaft hat erfunden, ein Traktortreffen. Das sind wir im August, da kommen an die 150 Traktoren. Vom Rasentraktor bis zum großen John Deere und vom Oldtimer bis zum Hobbytraktor. Und wird der Schönste prämiert und der Älteste und Lustigste etc. Kannst du nicht schon langsam da Farben einbauen? Hm? Ja, kann ich schon. Das ist eben, haben wir gesagt, eine Meditation, eine Grundierungsmeditation. Kann man ganz ruhig werden. Ich mache das dann eigentlich so, dass ich das mit Wolf dann anfange. Ist es so, wie wenn sich jetzt drei Musiker treffen und die jammen gemeinsam. Und da muss es nicht unbedingt ein Ziel geben, sondern einfach, man tut, man holt alles aus sich raus, was drinnen ist. Man musiziert so lange, bis einem halt irgendwie die Ideen ausgehen oder die Farbe ausgeht oder die Leinwand bemalt ist, ne? Dass die Leinwand fertig ist. Ja, aber ich meine, für mich ist es doch nicht viel mehr als eine Grundierung. Ja. Ja, für mich ist das mit dem Schütten auch eine Grundierung. Aber eben, ja. Psychedelisch. Aber ist das gedacht als Wildente oder was ist das? Ja. Ja. Woanders kommt, was ja eigentlich auch unser Plan gewesen war.
Fall war der nächste Schritt. Also desto weiter der Weg wurde, desto weniger, aber schwerfälliger wurden die Schritte. Aber ich glaube, das macht die Bilder auch aus, dass sie eben nicht, also sie sehen aus, als wären sie rasch entstanden, aber so in der Endphase wurde es dann so extrem, so zeitlupenmäßig so, was jetzt noch, welches Detail jetzt noch. Geht, ist der Bauer, der nichts tut, von Fukuoka. Also der lässt die Sachen einfach so passieren, so wie ich eigentlich auch male. Und eigentlich geht es in der Kunst so Rettungsversuche immer wieder. Vielleicht genauso auch, wie verschiedene Erfindungen einfach zufällig passiert sind. Oder aus Fehlern heraus, weil irgendeine Formel falsch gedeutet wurde. Ja, genau, bei Game of Thrones, diese Toten, die schauen auch so. Also mal träume ich was, das muss ich dann auch malen. Ja? Ich hatte zum Beispiel einmal den Traum, dass ein Engel sich von mir ernährt. Das habe ich dann gemalt. Das war dann auch nur eine solche Körperform. Nur so ganz abstrakt. Sehr gewöhnungsbedürftig. Kurze Zeit. Ich kann nur reparieren da. Ja. Die brauchen wir nicht. Glücksforscher, der hat das aus England. Also das Glücksforschung ist britisch, ja, seit den 20er Jahren. Und der hat das irgendwie jahrzehntelang untersucht. Also wann sind Menschen glücklich? Wobei es ist eben nicht Happiness, es ist etwas zwischen Content und so weiter. Also Zufriedenheit ist es eigentlich. Also nicht das Lotterieglück, sondern so mit sich zufrieden sein, ja, mit sich glücklich sein. Dann hat er irgendeinen nigerianischen Bäcker gefunden, der im Sutter war, von morgens um 2 Uhr an Muffins backt. Und den dann nach Interview hat er gemeint, das wäre der glücklichste Mensch überhaupt. Und er hat eben gesagt, er vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Muffins macht. Ja? Und er nannte das eben the flow, also der Fluss, wenn man so im Fluss drin ist. Also wenn man so wenn man die Umwelt vergisst, also wenn man von so einem Ding drin ist. Und das gelingt uns ganz gut. Das ist, die Blätter fliegen nur so hin und her und dann macht der noch was und macht der noch was. Und keiner hat Angst davon, dass es irgendwie total grauselig wird, weil es wird auch manchmal grauselig, aber es ist auch ein alter Trick. Zuerst macht man und dann schläft man und dann beurteilt man. Ja? Und dann, da kann man dann auch so vor sich hin einen Fluss.
demokratisch. Einem relativ offenen Agitationsfeld für andere. Ausgelöscht. Tupfer. Erwartet habe ich es viel entspannter. Auch, dass wir uns am zweiten Tag schon völlig zerstreiten werden. Das war eigentlich mein Plan. Es ist schrecklich, es ist wunderbar, es ist spannend und man fürchtet sich zu Tode und gleichzeitig denkt man sich auch, es geht darum, dass wenn drei was tun, dann entsteht etwas, was die drei allein nicht hätten tun können. Also es ist sozusagen ein vierter Maler, in der hat sich, keine Ahnung, etabliert. Ja, ein vierter Künstler, eine Metaebene. Ja. Und das ist dann das Spannende an Bildern. Und mir ist wirklich egal, also ob das jetzt viel von mir ist oder nicht viel von mir ist oder so. So, nach der ersten Woche bin ich ein bisschen verzweifelt, weil ich bin doch eher so ein langsamer Aufbauer und ein langsamer Arbeiter. Und die Franziska macht doch eher so am Anfang mal das Chaos, um das dann zu ordnen. Und der Ronny macht gern mal ein Bild, das ihm nicht wirklich gut gefällt, mal einfach mal eine Schicht drüber. Und das hat er auch oftmals über so sorgsam aufgebauten Konstrukten von mir. Und zack, der Ronny war da und uff, da ist nichts mehr da. Ja. Aber dann habe ich mich bei der Nase genommen und gedacht, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt sozusagen einer von dreien zu sein, der sich manifestiert für das Moment eins ausstellen. Okay, dann mach du da weiter. Aber da, dann musst du, Max, fände ich nochmal ausgehen. Gerne. Aber noch abstrakter. Ja, dass man diesen Männerkörper gar nicht mehr so richtig. Ja, die Brustwarzen müssen weg zum Beispiel. Weil sind ja, auch der Bauchnabel. Das muss alles irgendwie viel lockerer und freier werden, würde ich sagen.